Buonasera e benvenuto. Guten Abend und herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filmmuseums zum letzten Tag, zur letzten Vorführung unseres italienischen Filmfestivals Versus Sud, das in den vergangenen zwei Wochen Gelegenheit geboten hat, aktuelle italienische Filme zu sehen. Und ich freue mich riesig, dass Sie das alle so exzessiv genutzt haben. Noch nie in den vergangenen 20 Jahren hatten wir so viele Zuschauer wie in diesem Jahr bei Versus Sud. Wir sind jetzt bei einer Grenze von, glaube ich, über 3000 angekommen. Ich freue mich sehr und es beweist ein weiteres Mal, wie groß die Liebe, wie groß das Interesse des Frankfurter italienischen Publikums für italienische Filme ist. Vielen Dank dafür. Ein kleinen Teil aber immerhin von Versus Sud, das dann noch nicht ganz zu Ende ist, können Sie in den nächsten Wochen noch sehen. Wir zeigen noch bis Ende Dezember einige Filme oder wir wiederholen einige Filme unserer Francesco Rosi gewidmeten Hommage. Heute Abend nun steht ein ganz besonderer Film auf dem Programm, unser Abschlussfilm. Der Dokumentarfilm Io sto con la sposa, der deutsche Titel Auf der Seite der Braut, der im November und Dezember 2013 gedreht wurde von Gabriele Del Grande, Antonio Augugliaro und Khaled Soliman Al-Nassiri. Und ich freue mich sehr und ganz besonders riesig, dass Gabriele Del Grande heute Abend hier ist. Herzlich willkommen. Alles begann am Nachmittag des 20. Oktober 2013 in Mailand am Hauptbahnhof. Dort trafen sich die drei Freunde, Gabriele Del Grande, Khaled Soliman Al-Nassiri und Tarek Al-Jabr, zum Café. Aus Gesprächen mit dort ankommenden Flüchtlingen entstand bald der Wunsch und das Bedürfnis, eine Gruppe von Flüchtlingen auf ihrer illegalen Weiterreise nach Schweden zu unterstützen. Die zunächst total verrückt klingende Idee, eine falsche Hochzeitsgesellschaft zu inszenieren, entstand relativ bald. Gesagt, getan. Nur wenige Wochen später machte sich eine 23-köpfige Hochzeitsgesellschaft mit Braut, Bräutigam und Gästen und einem Filmteam auf diese ungewöhnliche Reise. Voller Hoffnungen, in drei Tagen legten sie 3000 Kilometer zurück, von Italien über Frankreich, Luxemburg, Deutschland, Dänemark bis nach Schweden, wo sie dann schlussendlich am 18. November 2013 angekommen sind. Und der Film Io sto con la sposa, den wir heute Abend zeigen, ist nichts anderes als die live gedrehte Geschichte dieser Reise. In einem Interview hat Gabriele Del Grande gesagt, unser Film ist ein Dokumentarfilm, aber auch eine politische Aktion, eine wahre Geschichte, aber auch eine fantastische. Io sto con la sposa ist alles zugleich. Diese Erfahrung der gemeinsamen Reise hat auch unseren Blick auf die Realität verändert und uns dabei geholfen, eine neue Sprache zu finden, die es uns ermöglichte, die Dämonen unserer Ängste in den Helden unserer Träume zu verwandeln. Das Hässliche in das Schöne, die abstrakten Zahlen in Namen und Menschen. Die abstrakten Zahlen, die wir alle aus Nachrichten kennen, tragen in Io sto con la sposa Namen. Es ist Tasnim Farid, die Braut, Abdallah Salam, der Bräutigam, MC Mana und sein Vater Alaa Abchermi, die auch mitspielen oder Flüchtlinge sind, die mitreisen, Ahmed Abed und seine Frau Mona Al-Gabr. Und dank der Unterstützung von 2617 Crowdfundern, wovon, glaube ich, einige auch heute Abend hier sind, konnte Io sto con la sposa, der Film, auch tatsächlich realisiert werden. Er wurde auf unzähligen Filmfestivals weltweit gezeigt, unter anderem in Venedig, wo er einen Spezialpreis bekommen hat, in Dubai, Mailand, Oslo, Beirut, San Sebastian und so weiter und so fort. Es waren wirklich sehr, sehr viele. Es gab in der Zwischenzeit auch Vorführungen neben den Festivals in der ganzen Welt. Gabriele hat mir vorhin von, ich glaube, 40 Ländern erzählt, in denen der Film in der Zwischenzeit gezeigt wurde. Und auch in Deutschland war er in über 30 Städten zu sehen, ohne dass er tatsächlich einen wirklichen Verleih hatte. Das ist dank der großartigen Unterstützung von dem ganzen Filmteam zustande gekommen, aber auch dank Pro Asyl, die zum Beispiel im letzten Jahr in Deutschland eine kleine Kinotour organisiert haben. Und in Italien hat Io sto con la sposa alleine schon über 100.000 Besucher erreicht. Und in Deutschland sind es, glaube ich, auch über 5.000. Und ich hoffe, dass die Erfolgsgeschichte dieses so wundervollen Films, dieses so wichtigen Films auch weitergeht. Also ich freue mich riesig, dass wir Io sto con la sposa, den wir im letzten Jahr eigentlich schon zeigen wollten, was dann nicht geklappt hat, nun im
diesem Jahr zeigen können. Noch einmal vielen, vielen, vielen Dank an Gabriele Del Grande. Noch ein paar Worte zu Gabriele Del Grande für diejenigen, die noch nichts von ihm gehört haben, ihn nicht kennen. Er wurde in Loja geboren, er ist Schriftsteller und Journalist. Er hat 2006 die Organisation Fortress Europe und den damit verbundenen Blog gegründet, in dem er über die Toten und Schiffbrüchigen berichtet, die in den europäischen und maghrebinischen Medien seit 1998 verzeichnet worden sind. Seit 2011 verfolgt er als Journalist den arabischen Frühling und die Kriege in Libyen und Syrien. Er ist Preisträger des Menschenrechtspreises der Stiftung Pro Asyl und hat in den letzten Jahren unter anderem zwei sehr, sehr lesenswerte Bücher zum Thema Flucht und Migration geschrieben und herausgegeben. Zwei davon sind bereits in Deutschland erschienen. Der eine ist Das Meer zwischen uns, Flucht und Migration in Zeiten der Abschottung, 2011 in Deutschland erschienen, und Mahmoudous Fahrt in den Tod, die Tragödie der irregulären Migranten im Mittelmeer von 2008. Beide möchte ich Ihnen sehr ans Herz legen. Beim Gespräch im Anschluss, das Laura Melara Dürberg moderiert, wird er sicherlich noch sehr viel über seine Arbeit berichten. Last but not least möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei denjenigen bedanken, die den heutigen Abend möglich gemacht haben. Zuallererst ein von Herzen empfundener Dank an Lan Gatti, deren großartigem und unermüdlichem Einsatz zu verdanken ist, dass wir den Film heute überhaupt zeigen dürfen und können und dass Gabriele hier ist. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, und hinter dieser, wie schon beschriebenen, riesengroßen Tour durch die ganze Welt steckt Sara Bicerini, die Tourmanagerin, ein Engel, glaube ich, die das alles organisiert hat. Die ist zwar heute nicht hier, trotzdem in Abwesenheit. Vielen Dank. Und ich möchte mich ebenfalls sehr herzlich beim Förderkreis des Deutschen Filminstituts, Deutschen Filmmuseums bedanken, dem Stadtverordneten Thomas Dürberg und dem Vorsitzenden Konrad von Bethmann, die uns auch unterstützt haben. Vielen Dank. Ja, und natürlich Laura Melara Dürberg für die Moderation im Anschluss und unsere Dolmetscherin Marina Krones fürs Dolmetschen. Und dann der Casa di Cultura, Mary Condotta, für die Vermittlung zu dem in Frankfurt neu gegründeten Kulturverein Italia Altrove. Und der Verein Italia Altrove und Manuela Rossi laden Sie nachher sehr, sehr herzlich, und das gebe ich gerne weiter, zu einem kleinen Empfang im Erdgeschoss ein. Dann natürlich danke, danke an Gabriele, dass du heute hier bist, und natürlich Ihnen, unserem so treuen Versus-Publikum. Ganz zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen Gruß von Maurizio Canfora ausrichten, dem Generalkonsul, dem italienischen Generalkonsul in Frankfurt, der heute Abend wahnsinnig gerne hier gewesen wäre, aber kurz vor Weihnachten, wir kennen es alle, mit Terminen überschüttet ist und deswegen heute nicht hier sein kann, was es hier gerne gewesen wäre, aber trotzdem ein herzlicher Gruß, und ja, leider ist er nicht hier. Was wir getan haben, ist illegal, aber legitim, hat Gabriele Del Grande in einem Interview gesagt. Es war viel mehr als das. Es war das einzig Richtige, Notwendige und vor allem extrem mutig für alle Beteiligten. Den größten Mut aber, geprägt von Verzweiflung, bringen die Flüchtlinge auf, die jeden Tag über das Mittelmeer oder andere sehr unsichere Routen ihren Weg, geprägt von viel Hoffnung, nach Europa finden. Und bevor ich Gabriele Del Grande gleich das Mikro übergebe, der wird auch noch gerne ein paar Worte sagen, möchte ich an all die Menschen aus Syrien, Libyen, Palästina, dem Irak, Afghanistan und vielen anderen Ländern erinnern, die über das Mittelmeer oder andere Routen aus ihren Heimatländern geflohen sind, fliehen mussten, und all denjenigen, die es geschafft haben, aber auch denjenigen, die es eben nicht geschafft haben, die ihren Tod im Mittelmeer gefunden haben, in der leider unerfüllten Hoffnung auf ein sicheres Leben in Europa. Jeder Tote hat einen Namen, jede Tote hat einen Namen, jeder hat eine Geschichte, eine Familie, und wir sollten uns jeden Tag an alle erinnern und sie nicht vergessen. Danke, Gabriele. Buonasera, guten Abend. Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch.
No, in realtà beh, Monica è stata bravissima, ha detto tutto quello che c'era da Also dire. Monika, du warst wunderbar, du hast ja alles gesagt, was zu sagen war. Quindi vi inviterei direttamente a guardare il film. Ich möchte Sie einfach einladen, den Film zu gucken. Voglio soltanto dire che ricordare ancora una volta quello che vedete è un documentario, è una Ich wollte storia vera, non è einfach una nur storia di sagen, das ist finzione. ein Dokumentarfilm, eine richtige, eine wahre Geschichte. Oltre a un film, è anche un atto politico, un atto di disobbedienza civile, come diceva Monica. Und das ist eine politische Aktion, eine Aktion gegen die Politik. Ma è anche, e ci tengo a dirlo, una storia di amicizia. Und das ist aber auch eine Geschichte der Freundschaft. Una storia di amicizia mediterranea. Eine mediterrane Freundschaft. Non guardatelo come la storia degli europei, degli italiani buoni che aiutano gli arabi Es sfigati. geht ja nicht um gute Italiener, die einfach total verflixte Araber helfen. Darum geht es nicht. È una storia di amici, possiamo essere amici, possiamo vivere insieme, possiamo sognare insieme, possiamo essere insieme parte del cambiamento, del nostro futuro. Es ist eine Geschichte der Freundschaft. Wir können Freunde sein, wir können zusammen träumen, wir können zusammen reden, wir können ein Teil der Veränderung sein. E buona visione. Gute, viel Spaß. Ah, dopo c'è il dibattito, Und non andate danach via. bin ich wieder da. Noch einmal sehr, sehr, sehr herzlich willkommen, Gabriele De Grande, Laura Melara Döbeck und Marina Kronitz. Funziona? Funziona, sì, già acceso. Allora, Guten Abend. buonasera, ecco, ci arrivati quasi alla conclusione non soltanto di questa serata, ma di tutto il festival. Wir sind zum Ende, also nicht von diesem Abend, sondern fast von dem ganzen Festival angelangt. Allora, innanzitutto un grazie a Gabriele Del Grande per essere nuovamente qui a Francoforte Auf jeden e per Fall danke an Gabriele Del Grande, weil er wieder in Frankfurt gekommen ist zu uns. Io ho il piacere di presentarlo per la seconda, anzi per la terza volta. È molto fedele alla Germania Francoforte dai titoli, anzi dai titoli, dai nomi che sono apparsi negli ultimi 10 minuti. Forse avete identificato molti nomi di persone tedesche. Parleremo dopo, il significato che hanno, anche questo è un unicum in questo film. Also ich habe die Ehre, Gabriele Del Grande zum dritten Mal in Deutschland vorzustellen. Sie haben vielleicht gesehen, in den Namen von den ganzen Crowdfunders gab es sehr viele deutsche Namen und das ist ja auch ein Unikum. Darüber werden wir auch später zu reden kommen. Allora, grazie per aver realizzato questo film. Film è sbagliato, una pellicola. Io lo definirei come un esperimento cinematografico. Also vielen Dank, dass du diesen Film gemacht hast, wobei Film nicht das richtige Wort, das ist eigentlich eine Kinoerfahrung, ein Kinoexperiment. Ha un altissimo valore sociale, ha affrontato un delicatissimo tema col quale siamo confrontati quotidianamente. Da alcuni è stato definito la cosiddetta questione migranti anche come un disastro umanitario, pensando a visioni apocalittiche. Also dieser Film oder dieses Dokumentarfilm hat einen sehr hohen sozialen Wert. Also es trifft eine sehr delikate Frage, nämlich die Migrantenfrage, die von einigen auch zu einer Apokalypsenfrage bezeichnet wurde. Ma sappiamo tutti che non si può parlare di apocalissi perché nella storia nostra ci sono state tantissime situazioni di migrazioni di massa. Aber wir wissen sehr wohl, dass man nicht von Apokalypse reden kann, denn in unserer Geschichte gab es sehr viele Massenmigrationen. Allora, puoi spiegarci adesso, perché noi siamo curiosi, c'è stato detto qualcosa di come è nato questo film, ma l'idea, come è nata, come si è sviluppata e perché? Also wir haben sehr viele, einiges gehört über diesen Film, wie er entstanden wurde. Aber kannst du bitte uns erklären, die Idee, wie sie entstanden ist, wie sie entwickelt worden ist und warum sie entstanden ist? Tanto posso fare una domanda? Quanti sono gli italiani qua che mi capiscono quando parlo? Wie? Vabbè, ok, puoi andare. Okay, ich kann gehen. Alles klar. Beh, l'idea è nata per caso, Die Idee kam zufällig, come spesso accadono le cose migliori. wie sehr oft die besten Dinge passieren im Leben. Ed è stato una specie di colpo di fulmine. Das war so eine Art Blitz.
Penso che ci siamo proprio innamorati di questa idea e non potevamo fare a meno di non fare questo film. Also, wir haben uns einfach in die Idee verliebt und wir mussten einfach diesen Film drehen. E come raccontava prima Monica nell'introduzione, è nato tutto intorno al tavolo di un bar nella stazione del treno di Milano. Und wie Monica vorhin erzählt hat, das entstand alles an einer Bar am Tisch am Bahnhof. Eravamo appunto io, Khaled e Tarek. Khaled, Tarek und ich waren dabei. E Khaled è quello che ha paura del freddo. Khaled ist derjenige, der die Kälte scheut. E Tarek è quello che si siede sempre in macchina vicino al cantante. Und Tarek ist derjenige, der immer in dem Auto sitzt, neben derjenige, der sitzt, der singt. E niente, siamo amici, quindi ci siamo visti per un caffè. Also wir sind Freunde und wir haben uns einfach zu einem Kaffee getroffen. E stavamo parlando in arabo, evidentemente nel mio arabo sgrammaticato. Und wir sprachen auf Arabisch, also in meinem ganz schlechten Arabisch. Io non volevo quella scena, ma non sono riuscito a toglierla. Also ich wollte eigentlich diese Szene im Film nicht haben, aber ich musste die drin haben. Tre registi, la maggioranza vince. Also drei Regisseuren, die Mehrheit gewinnt. I limiti della democrazia. Das ist die Demokratie. E niente, mentre prendevamo il caffè, arriva un ragazzo e ci chiede se sapevamo da che binario partiva il treno per la Svezia. Und da kam, also während wir den Kaffee nahmen, kam ein Junge zu uns und er fragte uns, ob wir wussten, wo der Zug zu der Schweiz hinfährt. Che è una domanda. Schweden, Entschuldigung. Schweden. Ich wusste, dass ich irgendwann im Blödsinn sage. Schweden. Entschuldigung. Ah, das sono io, ho sbagliato. Non lo so. E niente, che è una domanda abbastanza stupida. Und das ist eigentlich eine ganz dumme Frage. È come se a Francoforte uno cercasse, non so, il treno per Istanbul. Also wie wenn in Frankfurt jemand den Zug nach Istanbul nehmen wollte. E quindi niente, abbiamo invitato a prendersi un caffè con noi. Deswegen habe ich ihm gesagt, trink doch einen Kaffee mit uns. E tre ore dopo eravamo ancora lì, così a bocca aperta, a sentire la storia del naufragio. Da dove si era salvato due settimane ecco, prima. Ecco, perché questo è un che poi diventerà anche uno dei protagonisti, è particolare anche perché vi racconterà una storia molto drammatica, una storia che, ecco, vai avanti tu, che storia è? Also drei Stunden später waren wir noch da und haben einfach zugehört, wie diese Seenotgeschichte entstand und erzählt wurde. Und es ist eben eine total drammatische Geschichte, die sich auch im Film abspielt, also erzähl ein bisschen mehr davon. È la storia che avete visto raccontare sulla montagna, no? Ist die Geschichte, die man am Berg erzählt im Film. Quel ragazzo è Abdallah, che poi è diventato lo sposo del film. Das ist Abdallah, das ist eben der Bräutigam im Film. E niente, quella sera l'abbiamo invitato a casa nostra e due settimane dopo siamo partiti. Und an dem Abend haben ihn einfach zu uns nach Hause eingeladen, zwei Wochen später waren wir mit ihm unterwegs. E se volete anche il dettaglio tecnico dell'idea, è arrivata alla fine di una bottiglia di grappa la sera stessa. Technisch kam die Idee am Ende von einer Grappaflasche, also das war die technische Variante. Allora, abbiamo scoperto un protagonista, diciamo brevemente qualcosa degli altri protagonisti del film e qui sta proprio la novità di questa una delle novità della sperimentazione cinematografica. Chi sono gli altri quattro? Perché fondamentalmente sono cinque persone. Also jetzt haben wir von einem Hauptdarsteller oder von einer Hauptperson gehört. Jetzt wollen wir mehr von den anderen vier Hauptpersonen hören, denn das ist nämlich ein Experiment, was zum ersten Mal im Film vorkommt. Wer sind die anderen vier? Beh, allora, diciamo, Manar e suo padre, Manar è il cantante, il ragazzino, il rapper e suo padre li abbiamo incontrati per caso a Milano, cioè per caso li abbiamo incontrati a Milano tra i siriani che stavano a Milano in quel momento. Also Manar, also der junge Rapper und sein Vater, die haben wir zufällig getroffen in Mailand, ja, Syrien, also aus Syrien kamen sie. Parentesi, 2011 scoppia la guerra in Siria. Also eine kleine parentesi, 2011 fängt der Krieg in Syrien an. 2013 cominciano ad arrivare i primi siriani a Lampedusa. 2013 fangen die Syrer ersten an in Lampedusa anzukommen oder zu stranden. Quando noi incontriamo Abdallah a Milano, da Milano erano passati più o meno 50.000 siriani. Also als wir Abdallah in Mailand getroffen haben, waren ungefähr 50.000 Syrer schon durch Mailand gezogen. 50.000 nel 2013 arrivati a Lampedusa, passati a Milano. Per pagare un autista con un trafficante
per andare con 500.000 euro verso la Svezia. Das heißt, 50.000 Schlepper, die nach Mailand gekommen waren von Lampedusa aus, die einen Schlepper gefunden haben und bezahlt haben 500.000 Euro, um eben weiterzuziehen nach Europa. Quindi in quel momento noi frequentavamo più siriani che italiani, abbiamo conosciuto appunto. Und damals haben wir fast mehr mit Syrer als mit Italienern zu tun gehabt, deswegen haben wir diese Leute kennengelernt. Niente. Ecco, allora quindi non si può parlare di attori, la novità fondamentale. Man quindi kann lui... also nicht von Schauspielern reden, das ist eine der Neuheiten dieser dieses Films. Noi guardando questo film abbiamo condiviso la tragedia, la quotidianità di vita di queste persone. Das heißt, durch diesen Film haben wir einfach die Tragödie miterlebt, die alltägliche Tragödie, die diese Leute miterleben. Allora, considerando che non si trattava di attori, la mia domanda è come siete riusciti in così breve tempo anche a conciliare quelle che sono l'esigenza, diciamo, della, da un punto di vista cinematografico, cioè il desiderio di voler girare un film o un documentario, ma nello stesso tempo vi trovavate a girare un film o un documentario con persone che non erano attori, ma avevate anche un altro problema, cioè la lotta contro il tempo, perché il motivo che vi ha spinto in questa avventura era il desiderio di portare queste cinque persone in Svezia. Quindi c'era un motivo di sicurezza, lotta contro il tempo. Also es waren, wie gesagt, keine Schauspieler, und deswegen galt es damals, diese Frage zu vereinen in dieser ganz kurzen Zeit, Leute, die keine Schauspieler sind, in einen Film hineinzukriegen, die Filmtechnik zu beherrschen, die Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und das Ganze unter enormem Zeitdruck. Wie ist das passiert? Praticamente era un viaggio illegale, clandestino, alla luce del sole, in maschera, no? Se si considera, non è un ballo in maschera, era un viaggio illegale, alla luce del sole, in maschera. Das war im Prinzip eine illegale Reise und hinter Masken, also keine Masken, kein Maskenball, sondern eine Maskenreise. In der Tageslicht, also am Tag. Allora, prima domanda. Avevamo dei non attori, nessuno era un attore, nemmeno io. Also erste Antwort, keiner von uns war Schauspieler, noch nicht mal ich. E quindi l'abbiamo risolta semplicemente non chiedendo a nessuno di noi di recitare. Deswegen haben wir das so gelöst, dass keiner von uns Schauspielern musste. Il che vuol dire che non c'erano dialoghi scritti. Also das heißt, es gab kein Drehbuch oder sowas. Tutte i dialoghi, anche le canzoni, sono cose che sono accadute spontaneamente davanti alla camera. Die ganzen Gespräche, die Lieder, die gesungen wurde, das war alles spontan vor der Kamera. Quello che avevamo scritto prima di partire erano invece alcune scene. Wir hatten aber schon einige Szenen aufgeschrieben, bevor wir losgefahren sind. Cioè, c'eravamo immaginati una serie di scene e senza sapere quello che sarebbe poi accaduto realmente. Also wir haben uns einfach vorgestellt, was passieren könnte, aber wir wussten nicht, was passieren würde. Ad esempio, che so appunto comprare una specie di canovaccio. Esatto. Es war so eine Art Entwurf von diesem Film. Un esempio classico, la montagna. Zum Beispiel die Szene am Berg. La montagna è stata una scelta artistica, non per motivi di sicurezza, no? Es war eine künstlerische Entscheidung, das war jetzt nichts wegen der Sicherheit. E avete visto poi quello che è successo in quella scena, no? È imprevisto anche per noi mentre accadeva. Und dann habt ihr gesehen, was in dieser Szene passiert. Das war völlig unvorbereitet auch für uns. E invece sul conflitto fra i tempi del cinema e i tempi del viaggio, questo è stato un grosso problema. Aber das Problem zwischen Kinozeiten und Reisezeiten, das war wirklich ein Problem auch für uns. Perché noi abbiamo girato questo film in 4 giorni. Ecco, wir haben das Ganze nur in 4 Tagen gedreht. In 4 giorni quanti chilometri? 3.000 chilometri. Das waren 3.000 Kilometer in 4 Tagen. I paesi attraversati li vogliamo ripetere partendo da Milano, Italia, la prima frontiera. Italia, Francia, Lussemburgo, Germania, Danimarca e Svezia. Also Italien, Frankreich, Luxemburg. E in questo sono stati Deutschland, Dänemark und Schweden. Sono stati bravissimi gli operatori, cioè gli operatori sono stati bravissimi sia con le camere sia col suono a starci dietro. Und da waren die Techniker aber einfach ausgezeichnet, dass sie einfach mit den Kameras und mit dem Sound dahinter gekommen sind. E a farci anche dimenticare la loro presenza, cioè a farci essere naturali davanti alla camera. Und sie waren so klasse, dass wir vergessen haben, dass es sie gab. Siete partiti in 23 e siete arrivati in 23. 23. Also, okay. Wir waren 23. Non si è perso nessuno per strada. No, anzi, qualcuno voleva aggiungersi. Okay. Wir waren 23 am Anfang und am Ende und wir sind alle angekommen, also es wollten schon einige Leute noch dazukommen. Bene, allora abbiamo parlato di quella che è la prima particolarità. Allora, questo esperimento cinematografico ha altre due particolarità. Una di queste è stato il finanziamento.
tutti quei nomi che avete visto a conclusione del film erano praticamente i cosiddetti sponsor. Dicono che sia stato una cosa, un esperimento unico nella storia della cinematografia, perlomeno in Italia. E l'altra cosa è che insomma in questo film si parla di superare frontiere, di persone che non hanno una nazionalità, sperano di ottenere un riconoscimento di asilo politico, e non so se ho letto bene, ho scoperto che per un certo periodo di tempo il vostro film non aveva nazionalità, cioè era un film apolide. Also das war, jetzt haben wir von einer Besonderheit gesprochen, also von diesem Experiment. Es gab zwei weitere Besonderheiten. Die erste ist die Finanzierung des Filmes, nämlich zum ersten Mal wurde so ein so großes Crowdfunding ins Leben gerufen, und das ist ein Unikum in Italien. Und zum Zweiten, ich habe ja gehört, dass dieser Film eigentlich keine Nationalität hatte in Italien, also nicht, dass nur die Schauspieler, also dass die Flüchtlinge eine neue Nationalität, ein Asyl beantragen wollten, aber der Film war nationslos, nationalitätslos. Sì, nel frattempo abbiamo ricevuto la nazionalità. Ma ci fa piacere. Mittlerweile hat der Film auch eine Nationalität bekommen. Das ist sehr schön. Fortunatamente. E, beh, il crowdfunding sì, è stato, cioè, per l'Italia è stato il caso all'epoca, non so se ancora adesso, ma insomma all'epoca era il più grande crowdfunding mai fatto nel cinema italiano. Also für Italien war das damals der größte Crowdfunding, was jemals passiert war. Che vuol dire 100.000 euro raccolti online da 2.617 donatori. Also 2.617 Leute haben 100.000 euro gespendet für uns. Che era più o meno due terzi del budget di quanto è costato questo film. Und das war übrigens, das deckte übrigens zwei Drittel der Kosten dieses Filmes. In quanto tempo? Und wie lange hat das gedauert? Due mesi. In due mesi. Zwei Monate. C'è stata una risonanza, un riscontro immediato e più che positivo. Das heißt, das Publikum hat total gut reagiert und total positiv. Ha avuto, diciamo, secondo me ha avuto un po' un effetto, diciamo che siamo riusciti con questa storia a mettere insieme tantissime persone in giro per l'Europa, perché le donazioni sono arrivate da 20 paesi, e persone che come noi sono stanche, no, di contare i morti in mare tutti i giorni, che avevano bisogno come noi di fare qualcosa. Also sagen wir mal, dass wir durch dieses Crowdfunding sehr viele Leute vereint haben über ganz Europa, also die Leute kommen aus 20 verschiedenen Ländern, und diese Leute waren einfach müde, Tote zu zählen, tote Leute, also tote Leichen von Leuten, die zu uns kommen wollten. E questo è anche il modo in cui lo stiamo distribuendo, cioè se abbiamo portato il film in 40 paesi, e grazie non soltanto all'eco dei grandi festival e della stampa, ma anche grazie a tante piccole realtà, di piccoli centri culturali, piccoli festival, piccoli cinema indipendenti, che hanno visto in questo film un messaggio da, appunto, da distribuire, da portare alla gente, no? Come un atto anche di militanza. Und das ist ja nämlich der Punkt, also wir haben den Film jetzt in 40 Länder gebracht, und das hat große Echo bekommen, und das sind nicht nur die großen Kinos, sondern auch kleine Kulturvereine, Festivals und überhaupt, also das ist einfach ein Message, was überbracht werden muss. Allora, il film è iniziato l'idea due anni fa, esattamente a due anni di distanza, ecco, è cambiato tanto. Parliamo un po' di cambiamenti. Innanzitutto penso che anche il pubblico vorrebbe sapere, abbiamo lasciato i cinque protagonisti contenti a Stoccolma e finalmente in Svezia. Che cosa è avvenuto in questo frattempo? Non so, Manar è diventato, sta studiando musica, canta, chi è restato in Svezia, chi è dovuto ritornare? Also der Film wurde ja vor zwei Jahren gedreht, inzwischen hat sich ja viel geändert überall, und wir wollten auf jeden Fall wissen, was ist aus diesen fünf Personen gekommen. Wir haben sie gesehen, wie sie in Stockholm total glücklich anlangen. Was ist zum Beispiel aus Manar geworden, studiert er Musik, und was ist aus den anderen Leuten geworden? Sind sie immer noch in Stockholm? Ora, lo sposo e la coppia un po' più anziani sono ancora in Svezia, hanno avuto l'asilo politico, lavorano, stanno bene. Also der Bräutigam und das ältere Paar, die sind immer noch in Schweden, die haben politisches Asyl gewährt bekommen und sie arbeiten und es geht ihnen gut. E Manar e suo padre sono stati invece respinti in Italia dalla Svezia, e poi in Italia hanno avuto l'asilo politico. Manar und sein Vater wurden zurückgeschickt nach Italien und da haben sie politisches Asyl bekommen. Tutti loro, a distanza di un anno, sono riusciti a portare via anche la famiglia dalla Siria in guerra. Alle haben dann ihre Familie nachgeholt aus Syrien. E la cosa interessante è che, diciamo, in due casi su tre è stato impossibile portare la famiglia
con i documenti, col passaporto. Und das Interessante ist, in zwei von drei Fällen war es unmöglich, die Familie mit den Ausweisen nach Europa zu holen. Abdallah, lo sposo, che ha visto morire 250 persone in mare, ha dovuto mettere tutta la sua famiglia su un'altra barca. Abdallah, der Bräutigam, der 250 Leute hat sterben gesehen auf dem Hohen See, musste die ganze Familie wieder in solche Boote schiffern. E mi ricordo ancora là, perché era in Italia, cioè il giorno in cui la famiglia è partita dalla Libia, lui è venuto in Italia per aspettarli. An dem Tag, wo die Familie von Libyen losgefahren ist, kam nach Italien, auf sie zu warten. E mi ricordo l'ansia in quei tre giorni in cui la barca è stata in mare, che non rispondevano al telefono. Und ich kann mich erinnern, er hatte totale Angst, weil drei Tage lang waren sie auf hohem See und die gingen nicht ans Telefon. Perché il telefono in alto mare non prende. Denn da gibt's natürlich kein Netz. E tu però sei a terra e non sai se non prende perché sono ancora in mare o se non prende perché la barca è andata giù. Aber du bist eben an Land und du weißt nicht, hat das Telefon kein Netz und deswegen gehen die nicht dran oder gehen sie nicht dran, weil die schon irgendwie abgesunken sind. Su quella barca c'erano i due genitori, due signori di una certa età, abbastanza anziani, c'erano i tre fratelli più grandi di Abdallah e la moglie e i due bambini di un fratello. Und er hatte zwei Eltern, drei ältere Geschwister, die Ehefrau und noch Kinder auf diesem Schiff. Cioè, tutta la famiglia in fuga dalla guerra. Also die ganze Familie floh aus dem Krieg. E l'unica strada il mare. Und der einzige Weg war die Hochsee. Pur avendo un familiare che c'ha i documenti, che c'ha una casa, che c'ha un lavoro in Svezia. Obwohl es jemanden gibt, der in Schweden eine Arbeit hat, Papiere hat und überhaupt regulär da ist. Lo stesso è accaduto per la coppia e i due signori Ahmed e Mona. Das gleiche ist für Ahmed und Mona, also das ältere Paar passiert. Che hanno portato la figlia, due figli e la nipotina. Die nahmen die Tochter, zwei Kinder und noch das Enkelkind nach Schweden. E invece gli unici che sono riusciti a fare il ricongiungimento con le carte sono Manar e suo padre. Und die einzigen, die wirklich regulär sich mit der Familie vereint waren, waren Manar und sein Vater. Che hanno portato appunto la mamma di Manar e i due fratelli. Also die Mutter von Manar und zwei Geschwister von ihm kamen nach Italien. Allora abbiamo visto cosa è successo in questi due anni, invece noi vediamo quotidianamente cosa è successo, cosa sta succedendo dal settembre 2013. Lampedusa è ancora utilizzata la rotta del Mediterraneo occidentale, però da quest'estate vediamo che c'è un'altra rotta, la rotta dei Balcani, che viene massicciamente utilizzata e ha rappresentato praticamente il secondo punto di crisi in cui si è trovata la nostra impotente Europa. Se con il fatto di Lampedusa dell'ottobre del 2013 c'è stata finalmente la presa di coscienza, per cui questa emergenza, questa realtà, questo flusso migratorio non era più una questione italiana ma diventava europea, adesso con l'apertura, o non è che si è aperto, però con questa massiccia migrazione che viene attraverso la via dei Balcani, vediamo che il problema europeo fa sì che l'Europa dimostri di essere quasi sonnambula, cioè completamente incapace. Also in zwei Jahren ist ja sehr viel passiert und wir sehen das jeden Tag. Also seit dem September 2013, damals gab es Lampedusa als Schwelle zu Europa. Das war die Mittelmeerroute, also die Westmittelmeerroute. Jetzt mittlerweile gibt es eine zweite Route, das ist die Balkanroute. Und das ist nämlich hat nämlich die große Krise gezeichnet, in der sich Europa befindet. Also damals, Oktober 2013, haben wir schon gesehen, dass es ein großes Flüchtlingsproblem gibt, wo nur Italien alleine gelassen war von Europa. Aber mittlerweile mit der Balkan Route und mit den Massenflüchtlingsströmen von dort aus nach Europa sehen wir, dass Europa einfach schlafwandelt. Avresti potuto prevedere due anni fa, diciamo, questo tipo di sviluppo, di involuzione? Hättest du damals, also vor zwei Jahren, diese Art Entwicklung vorhersehen können? Ma prima di arrivare alle previsioni, una nota sul cosa è cambiato. Also, bevor ich zur Vorhersehung komme, ich möchte einfach mal anmerken, was sich geändert hat. Perché tutto dipende dal punto di vista. Denn alles hängt vom Sichtpunkt ab. È come se
La casa del nostro vicino brucia e noi vediamo soltanto i bambini che scappano dalla casa. Das ist ja wie wenn unser Nachbarhaus brennt und wir sehen nur die Kinder, die aus dem Haus rennen. E ci lamentiamo che abbiamo già troppi bambini in casa e vogliamo tenerli di là dallo steccato. Und wir sagen einfach, nee, wir haben hier zu viele Kinder und die sollen einfach wegbleiben. Allora, la cosa è cambiato, che è vero, sono arrivati più, no? Più bambini, più vicini di casa in fuga. Also, es hat sich geändert, dass mehr Kinder, mehr Nachbarn in Flucht zu uns gekommen sind. Ma quello che è veramente cambiato è che la casa del vicino sta completamente bruciando. Aber was sich geändert hat, ist, dass das Nachbarhaus wirklich in Flammen steht. Cioè, due anni fa bruciava una stanza, adesso è tutta la casa. Also, vor zwei Jahren war das nur ein Raum, jetzt ist es das ganze Haus, was brennt. Questo è il problema. Das ist das Problem. Il problema è la guerra in Siria. Das Problem ist der Krieg in Syrien. La Siria è il nostro vicino di casa. Syrien ist unser Nachbarland. Non è che parliamo dell'Indocina. È qui, è nel Mediterraneo, è qua sotto. Also wir reden nicht von Südostasien, wir reden vom Mittelmeerraum, von in der Nähe. Cioè, in Siria accade oggi quello che qua è successo nella Seconda Guerra Mondiale. In Syrien passiert gerade das, was hier im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Vi do solo un numero. I siriani sono 22 milioni. Syrer sind 22 Millionen eigentlich. La guerra ne ha messi in fuga 11 milioni. 11 Millionen sind auf der Flucht. Cioè, una persona su due è scappata. Das heißt, eine Person von zwei flüchtet. E chi è rimasto fondamentalmente perché è talmente povero che non sa dove andare. Und diejenigen, die geblieben sind, sind so arm, dass sie sich einfach das nicht bezahlen können. Oppure ne ho conosciuti qualcuno che è scappato e poi è tornato in Siria. Und ich habe Leute kennengelernt, die zuerst geflüchtet sind und dann wieder nach Syrien zurückgefahren sind. Perché anziché vivere in condizioni poco dignitose in Turchia, in Libano o in Giordania, dove sono in questo momento 10 milioni di siriani. Also, denn diese Leute, die wollten nicht in total verwahrlosten Zuständen in der Türkei, in Libanon oder in Jordanien leben, wo es total viele Flüchtlinge gibt. Preferiscono vivere a casa propria, anche col rischio di morire, ma almeno di morire a casa propria da uomini liberi. Unterziehen sie sich einfach vor, zu Hause zu leben und vielleicht zu Hause zu sterben, aber mit Würde. Per cui, cioè, cogliete il paradosso, perché la comunità internazionale che va in crisi perché non vuole accogliere i siriani è la stessa comunità internazionale che sta alimentando la guerra in Siria. Und dann sollen sie einfach dieses Paradoxon verstehen, denn die europäische Gemeinschaft, die in einer Krise steckt, weil sie den Syrern nicht helfen will, ist genau die gleiche Gemeinschaft, die diesen Krieg einfach neuen Power gibt. E non sto parlando solo dell'Europa. Und ich rede nicht nur von Europa. Perché il mondo di oggi non è il mondo dell'Europa cattiva contro il resto del mondo. Denn es geht nicht darum, dass Europa ganz böse ist und gegen den Rest der Welt ist. Cioè, in Siria i paesi del Golfo, i paesi arabi del Golfo, da un lato, l'Iran dall'altro lato hanno delle responsabilità gravissime. Denn in Syrien haben die Golfstaaten auf der einen und Iran auf der anderen Seite eine sehr große Verantwortung. Come ha delle responsabilità gravissime il regime di Bashar al-Assad. Wie auch das Regime von Assad. Che in questi quattro anni ne ha combinate molto di peggio di quello che fa l'ISIS oggi. Denn er hat in vielen Jahren viel Schlimmeres getan als ISIS heute. Per cui, chiudendo, l'ultima cosa, veramente, se la comunità internazionale ha a cuore la Siria, si faccia il possibile per finire il conflitto in Siria. Perché se voi chiedete a tutti i siriani sulla strada per l'Europa qual è la soluzione, non vi chiedono più fondi per l'accoglienza, vi chiedono la pace nella nostra terra, la possibilità di tornare nella nostra terra. Und die europäische Gemeinschaft muss einfach sich dafür einsetzen, dass der Krieg in Syrien beendet wird. Denn die ganzen Leute, die jetzt auf der Flucht sind, die wollen jetzt nicht mehr Geld haben oder mehr Unterstützung, die wollen einfach eine Lösung, ein Ende des Krieges in Syrien. Un'ultima cosa sull'Europa. L'Europa quest'anno ha fatto uno sforzo straordinario, compresa la Germania è il primo paese che ha fatto lo sforzo straordinario, sono state accolte ad oggi circa 1 milione di persone. Che also eine letzte Sache, Europa und vor allem Deutschland hat eine enorme Anstrengung gemacht, 1 Million Flüchtlinge sind angenommen worden. Per carità, il Libano ne ha accolti 2,5 milioni, vabbè. Also Libanon hat 2,5 Millionen aufgenommen, aber gut. Comunque, io non capisco perché l'Europa, che è disposta ad accogliere anche in modo dignitoso 1 milione di persone, non abbia previsto nessun modo per far viaggiare queste persone in modo legale, ufficiale e sicuro dalla Turchia all'Europa. Ich verstehe nicht, warum Europa, die so viele Leute aufnimmt, diese Leute zum Reisen, sichere Reisen bewegen. Cioè, sono morte 20.000 persone. 20.000 Leute sind auf der Reise gestorben. Cioè, non si muore solo di guerra, si muore anche di viaggio. Man stirbt nicht vom Krieg, man stirbt auch auf der Reise. E ve lo dico perché personalmente ho degli amici che abbiamo provato a fare arrivare con l'ambasciata, con le carte, col passaporto, è stato impossibile. Und wir haben wirklich Freunde versucht
hierher zu nehmen, über die Botschaft, mit Pass, mit Papieren, es ging nicht. Anche lì non vi racconto l'ansia dei giorni in cui stavano in mare sulla barca. Da will ich ja euch gar nicht erzählen, wie viel Angst wir hatten, als sie auf hoher See waren. Basterebbe veramente poco per immaginarsi un provvedimento straordinario. La guerra è una cosa straordinaria, a cui servono risposte straordinarie, anche di... appunto in termini di libera circolazione. Also Krieg ist ein besonderes Ereignis und deswegen bräuchte man einfach ein Sondergesetz, um sowas in die Wege zu leiten. Allora, quello ti abbiamo lasciato parlare perché insomma è stato sicuramente interessante, ma penso che tanto di quello che hai detto, cioè, sono riflessioni a cui molti dei presenti ci sono arrivati, ed è forse anche per questo, per questa consapevolezza che vediamo il mondo o gli attori che tirano un po' le fila, muoversi veramente come tanti sonnambuli. Also du hast jetzt geredet und deswegen sind die Leute, die auch hier sind, haben großes Interesse und deswegen sehen wir auch, dass die Welt sich wie Schlafwandler bewegt. Il discorso delle frontiere verso est o verso sud è anche legato a, diciamo, delle tematiche che riguardano le cooperazioni tra i vari paesi, cioè la fortezza Europa, se vogliamo utilizzare il nome del tuo blog, stava bene finché c'era una fortezza nordafricana. Adesso questa fortezza nordafricana non c'è più ed è crollata. Comunque adesso abbiamo parlato, io vorrei un po' ritirarmi e cedere la parola al pubblico, se magari c'è qualcuno che ha qualche curiosità o qualcosa da chiedere che non è stata da noi trattata. Also es gab Grenzen, es gibt ja diplomatische Grenzen im Osten und im Süden und das die Fortress Europe, also die Festung Europa, wie der dein Blog heißt, hatte noch Sinn, als es noch eine Festung in Nordafrika gab, aber jetzt bin ich einfach zu Ende. Ich möchte Zeit und Platz geben an die Leute, die Fragen hätten. Also bitte, trauen Sie sich. Also ich sag's gleich, auch wenn ungleich ungern, wir haben tatsächlich nicht besonders viel Zeit, aber 10 Minuten ungefähr haben wir und ich habe ein Mikro und wenn Sie sich melden, dann bringe ich das gerne hin. Dann hören es alle. Buonasera. Intanto grazie, insomma, perché ci ha dato un... sì, insomma, ci ha fatto toccare per mano questa problematica molto attuale. L'idea, diciamo, di cioè, creare, insomma, un corridoio umanitario, di portare fuori la gente dalla Siria in modo sicuro. Lei in Siria c'è stato, cioè, concretamente come si fa? Also erstmal vielen Dank, dass Sie uns die Problematik vor Augen gebracht haben. Also Sie haben jetzt von der Idee gesprochen, Syrer sicher durch zu Europa zu schleusen. Also was hätten Sie denn an Vorschläge dafür? No, rispondi. Ah, beh, come si fa? C'è un esempio pratico, basta fare come ha fatto il Brasile. Es gibt ein praktisches Beispiel, man gucke Brasil an. Il Brasile ha dato ordine a tutte le ambasciate brasiliane nel mondo di rilasciare un visto umanitario a qualsiasi siriano si presenti in ambasciata col passaporto siriano. Also Brasilien hat gesagt an alle seine Botschaften auf der ganzen Welt, wenn Syrer reinkommen, sollen sie ein politisches Asyl bekommen. In 2 anni circa 10.000 siriani hanno raggiunto il Brasile. Also 10.000 Syrer in 2 Jahren haben, also ungefähr in 2 Jahren haben, sind nach Brasilien gekommen. Se ogni paese del mondo facesse la stessa cosa, avremmo risolto il problema. Und warum weiß man so von solchen Sachen nicht öffentlich? Also man verkauft lieber Waffen oder was? Perché queste cose non si sanno, dovreste chiederlo a chi non le racconta, non posso rispondere per altri. Das sollten Sie doch eher fragen, die Leute, die solchen Sachen nicht erzählen, das weiß ich nicht. Quindi è un percorso fattibile, insomma, percorribile. Das heißt, das ist machbar. Insomma, è l'unico percorso fattibile questo, anche per responsabilizzare, ripeto, quei paesi che si divertono a buttarsi in avventure militari a casa di altri. Das ist der einzige verantwortliche Weg, auch damit die Länder, die einfach in die anderen Kriege hineinstolpern, endlich verstehen, was sie tun. Cioè, se lanciarti in un'avventura militare che sia in Siria, in Afghanistan o in Iraq, ti porta in casa 10 milioni di profughi, forse ci pensi un giorno in più e trovi una soluzione politica. Denn wenn man sich in einen Krieg einmischt, in Syrien, in Afghanistan oder in Irak, wodurch dann tausende von Flüchtlingen zu dir nach Hause kommen, dann denkst du bitte ein bisschen besser darüber nach, bevor du das tust. Sie haben mit der Entscheidung zu diesem Film ein Risiko auf sich genommen. Es hätte auch schief gehen können und Sie hätten was Persönliches auch riskiert. Was war dieser Moment, der Ihnen diesen Mut gegeben hat, diese Entscheidung, dass Sie das so auf sich nehmen? Das macht nicht jeder Mensch, der das mitkriegt.
Gab da ein besonderer Moment oder? Forse magari aggiungo questo, che nel momento nel prendere la decisione di girare questo film voi praticamente avete commesso un reato. Ich möchte hinzufügen, das war eigentlich ein Verbrechen, diese Entscheidung. Di favoreggiamento per l'immigrazione appunto clandestina, quindi teoricamente mi pare che voi possiate fino a 15 anni di reclusione, no? Nel caso in cui ci fosse un processo, ecco, also, quindi veramente un atto di coraggio civile al quadrato quasi. Diese Entscheidung erfüllt einfach die Straftat der Beihilfe zur illegalen Immigration und dafür gibt es 15 Jahre Gefängnis, also das ist ein Akt der zivilen Courage, was ihr gemacht habt. Ma allora il background, diciamo, di questa storia è un gruppo di persone, me compreso, che hanno un rapporto di amore con la Siria e con i siriani. Also der Hintergrund zu der ganzen Geschichte ist einfach eine Gruppe von Menschen, die Syrien lieben. O gente come me che la Siria l'ha conosciuta anche soltanto nella guerra, ma insomma io come giornalista sono stato 5 volte in Siria e se sono qui oggi è grazie a chi mi ha aiutato quando stavo in Siria. Oder Leute wie ich, also ich war als Journalist 5 Mal in Syrien und wenn ich hier bin, ist es eben dank Leuten, die in Syrien mir geholfen haben. E quando vedi con i tuoi occhi una serie di cose non te le dimentichi, te le porti a casa. Wenn man eine Reihe Dinge sieht dort vor Augen, dann kann man sie einfach nicht vergessen, dann nimmt man sie mit nach Hause. Quando vedi dei bambini estratti dalle macerie delle case bombardate. Also wenn man Kindern herausziehen sieht aus den Ruinen von irgendwelchen bombardierten Gebäuden. Quando vedi anziani uccisi da un cecchino mentre andavano a comprare il pane. Also wenn man alte Menschen sieht, die einfach erschossen werden, wenn sie Brot kaufen gehen. Quando vedi mercati bombardati, successo anche 2 settimane fa sotto un missile dei russi. Wenn man Märkte sieht, die einfach bombardiert wird, wie vor 2 Wochen von den Russen. Cioè lo sai, alla fine sai, cioè, il rischio che stai prendendo non sei tu che prendi il rischio mentre guidi la macchina, il rischio l'hanno preso gli altri. Das heißt, das Risiko, was man eigentlich auf sich nimmt, wenn man ein Auto fährt, ist kein Risiko. Das Risiko ist den anderen. E allo stesso tempo c'hai bisogno. Cioè, noi in quel momento lì avevamo bisogno di fare qualcosa. Und wir mussten einfach in dem Augenblick was tun. Perché è l'unico modo anche per convivere, no, con questo dramma che tu hai visto, il fatto di fare qualcosa. Denn das ist das einzige Weg, der einzige Weg, damit zu leben, etwas zu tun. Perché fa più male l'indifferenza che non che non la sofferenza. Denn nichts zu tun tut mehr weh, als einfach überhaupt irgendwas zu machen. E questo era lo stesso sentimento che avevamo tutti. Cioè, und das haben wir alle gefühlt. So, Khaled, l'altro regista, cioè lui è un ragazzo di Damasco che vive a Milano e la sera fa l'aperitivo, poi torna a casa, apre internet e scopre che ogni giorno c'è un amico che è morto in guerra. Also Khaled, der kommt aus Damaskus, lebt in Mailand, der geht vielleicht ein Aperitif trinken und dann geht ins Internet abends und dann guckt dass Freunde von ihm gestorben sind. Siamo gente che prima di fare questo film, c'è successo a Milano appunto di avere ospiti a casa sul divano letto, amici siriani o amiche siriane che passavano, no, in fuga dalla guerra. Und wir sind einfach Leute, die Leute beherbergt haben, Leute, die aus Syrien geflüchtet sind. E questo fa la differenza, secondo me. Und das ist der Unterschied meiner Meinung nach. Quando la gente non arriva dal niente, da un non luogo, la gente arriva da un posto che conosci, da un posto che ami. Und das ist der Unterschied, diese Leute kommen nicht aus einem Ort, was man einfach nicht kennt, die kommen aus einem Ort, was du liebst. Cioè se domani la guerra fosse, non so, a Milano, magari in un posto dove avete amici, in un posto dove siete stati, mi sembrerebbe normale ospitare in casa un milanese, no, che sta cercando un posto sicuro. Also wenn zum Beispiel morgen ein Krieg in Mailand ausbricht, Mailand ist eine Stadt, die Sie vielleicht kennen, wo Sie vielleicht Freunde haben, das wäre doch normal, jemanden zu beherbergen, der aus Mailand flieht. Non soltanto, ne sareste fieri. Und da würden Sie auch stolz sein, dass Sie das tun. E nemmeno lo chiamereste un profugo. Und das würden auch keine Flüchtlinge für Sie sein. Lo chiamereste per nome e basta. Sie würden einfach den Namen nennen und das war's. Purtroppo il tempo c'è nemico, vorremmo sicuramente stare ancora un po' più con te qua a sentire, a parlare, magari ci sarà in futuro un'altra occasione dove invece di mezz'ora avremo forse 40 minuti. Comunque io vorrei riallacciarmi a quello che tu hai detto in questo tuo ultimo intervento, e cioè hai detto la forza di decidere.
E vorrei concludere ricordando, citando una parole di un tuo collega, di un giornalista italiano, il quale parlando di queste persone che sono in movimento ha detto che non vanno, non si muovono per un futuro migliore, ma semplicemente per poter declinare un qualsiasi verbo della quotidianità al futuro, che è già una sottigliezza non indifferente. Also, wir haben ja leider keine Zeit, deswegen müssen wir jetzt abbrechen, aber ich wollte mich einfach mal anschließen an das, was du gesagt hast, die Kraft der Entscheidung. Ich möchte etwas zitieren, was ein Journalist aus Italien gesagt hat. Also diese Leute, die bewegen sich nicht, weil sie eine Hoffnung auf eine bessere Zukunft haben, die bewegen sich, weil sie die Hoffnung haben, irgendwann ein Verb in der Zukunftsform benutzen zu dürfen, und das ist ein sehr großer Unterschied, meiner Meinung nach. Ecco, e poi vorrei concludere ricordando la vostra scelta. Io sto con la sposa vuol dire io ho deciso di stare con te, di lottare assieme a te. Adesso non leggo una cosa molto interessante di una protagonista, di Marta Bellingreri, perché forse è un po' lunga, però l'importante è prendere una decisione. E a questo punto concludo citando un grande poeta della letteratura italiana, Dante, il quale nel terzo canto dell'Inferno mise gli ignavi. E io dico grazie Gabriele, grazie, spero che stasera non ci sentiremo più ignavi, ma cercheremo, e tutti quelli che vedranno il tuo film cercheranno di dare un contributo attivo per la causa. Grazie anche a tutti voi e grazie al museo. Von meiner Seite nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, Gabriele, dass du da warst. Danke, Marina, danke, Frau Dürbeck, und danke Ihnen, dass Sie so lange hier waren. Und ich entschuldige mich dafür, dass wir leider nicht mehr Zeit haben, aber die nächste Vorstellung beginnt eigentlich schon vor 10 Minuten. Ich lade Sie im Namen von Italia Altrove, ich habe es vorhin schon gesagt, nochmal sehr, sehr, sehr herzlich zu einem kleinen Empfang im Erdgeschoss ein. Und da gibt es auch nochmal Gelegenheit, mit Gabriele zu sprechen und zu diskutieren. Vielen Dank und guten Nachhauseweg.